Hab gerade noch meine Inka durchdrücken können. Hatte hier einfach mal einen Chatpull-Timer gedrückt. Komm, wir machen hier mit Full Support rein. Also man könnte die jetzt hier zurück dingsen, aber ist jetzt irrelevant. Mal auslaufen lassen. Weiß ich nicht, ob die einen Mobs hier da dabei waren. Würde ich jetzt nicht alle auf einmal töten? Also der eine ist durchplatzend gerippt. Bitte. Alter Leute, hier müsst ihr interrupten. War ganz schön dringend interrupten. Ja, die hauen mit Trash-Buff halt schon übelst rein, ne? Irgendwie bei so Treppen tut sich halt mein Motorrad immer ein bisschen schwierig, ne? Das ist mein Trinket, das da einmal durchhauen soll. Also ich bin mal auf jeden Fall auf den zweiten Boss gespannt, wie das mit dem Interrupten klappt. Ob der Hunter das gut mit zweimal hinkriegt. Bis jetzt kommen ehrlich gesagt immer nicht so viele Interrupts, ne? Na super, das Ding geht da halt da irgendwo ins Nirvana. Da kommt halt alles durch, ne? Bucket. Puh. So wollen wir das aber nicht haben. Also ich finde die Inni halt mit mehreren Milis ist halt echt viel entspannter. Das ist halt die Inni, wo du eigentlich Milis dabei haben willst. Okay, er addet den noch dazu. Okay, das ist okay. Na, jetzt kann ich den nicht taunten, weil der da LOS ist. Implementieren wir die mal. Einen Knockback habe ich dann gleich noch. So, jetzt. Ach komm, da ist halt eine Heilung durchgegangen. Also ich habe desorientiert, knockbacked und interrupted. Mehr kann ich halt nicht machen. Das ist das, was ich meinte. Mit Kicks brauchst du halt hier. Jetzt war halt das, einen Mob dazu zu pullen. Halt eine Kackgeschichte. Weil die sich jetzt wieder hochgehalten haben. Das hat jetzt einfach nur länger gedauert, tatsächlich. Jetzt wollen sie oben skippen, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Mit dem seiner Pro-Strut. Okay, ja gut. Heiler hat noch ein bisschen Mana. Er müsste auch interrupten, sonst kommt der nicht mit, der Dude.
Na, fuck it. Das sind jetzt alle Dinger. Zwei. Voll reingehatscht. Kleinen Käfer sind halt immer noch nicht tot. Deine wird jetzt am Ding noch sterben hier. Na ja gut, du sparst dir halt mit der Geschichte diesen Wasserelementar und der ist halt richtig, ist ein richtiger Wix-Mob. Also das ist vielleicht tatsächlich eine relativ gute Taktik, was sie hier haben. Also an der Stelle bin ich voll bei ihnen. Den Wasserelementar, den will ich ehrlich gesagt auch nicht spielen. Oh, ich hätte jetzt halt die Pat hochlaufen lassen. Leute. Jetzt hast du halt den Typ von der Pat hier noch in der ganzen Meute mit drin. Ja, genau, den hier. Kann auch nicht interrupten. Okay, jetzt hat er nochmal gekickt. Also jetzt müssen wir nochmal interrupten hier. Mit denen haben wir da noch? Ja gut, da haben wir jetzt noch einen Interrupt gehabt. Okay, das hat funktioniert. Holy moly. Der Boss ist auch schon getriggert. Heiler sitzt. Okay, auf geht's. Okay. Das ist jetzt nicht so gut. Der Heiler hat jetzt halt nur 30% Mana. Warum hat er nicht durchgezogen? Ist vielleicht ein Volcanic unter ihm gespawnt. Da würde ich jetzt weggehen. Der Mage lebt gefährlich da oben. Ah, okay. Ja, nee, wusste ich nicht, dass dass ein BM da mehrere Sachen hat, aber ist gut zu wissen. Also auf jeden Fall interessant. Jeden Fall interessant. Okay, da müssten wir safe stehen. Hat sich keiner wegscheppern lassen. Ich bin ja echt beeindruckt. Also hier ist es so oft, dass die Leute sich instant wegscheppern lassen, ne? Also da kriege ich schon immer so einen Anfall. Vor allem, ich hatte letztens einen Run, ne? Das war, also ich weiß gar nicht, der war jetzt nicht, das war jetzt auch kein krasser, war das 15 oder 14, kein, irgendwie sowas. Und dann, der erste Charge kommt nicht, wenn die drei Typen da sind, sondern, wenn quasi. Wenn quasi nur der Große da war, ganz am Anfang, ne? Das ist nur der Große da, ganz am Anfang. Und er chargt einfach geradeaus, wo er ewig castet. Zwei Melees, instant weg. Ich retz beide, ne? Nächster Charge, beide wieder instant weg. Keine Ahnung. Ja, Rack. Also den Trash wollten sie jetzt alle komplett machen, ne? Also von dem her. Oder? Ja, doch. Also den Trash hatten sie ja komplett drin. So, jetzt müssen sie es interrupten. Komm, fuck, er hat halt die Rune gemacht und steht halt da. Jetzt aber raus da aus der Rune.
Eigentlich hätte ich jetzt die Kleinen dazu pullen können, aber der Boss hier ist schon ein bisschen ätzend. Komm, Interrupted. Okay. Bin ran wieder. Der Worry auch mit rein hier. Warum stellt sich der Hunter nicht in die Rune, ne? Du kriegst hier 25% Tempo. Das ist wie ein HT. Der Mage steht halt 2 Meter davon weg. Da muss ich mich immer wundern, ne? Damage-Dealer sind ja normalerweise immer richtig Damage-Greedy. Und da halt, ja, okay, kriegen wir ein bisschen mehr Damage, juckt mich nicht. Okay, das macht keiner hier, denn jetzt kann ich da nicht rangehen. Okay, dann muss ich sonst, aber warte mal, gut, wir haben keinen Master, ne? Hunter hätte diesen Pfeil, der würde aber nur, wenn ich wegziehe. Stimmt, ich bin ab der Einzige, ich habe Desorientieren. Das war's eigentlich. Alter, ein 6er-Ding. Ah, das war jetzt ärgerlich. Das Platzend hat ihn gekillt. Mage, are you okay? Ja, der Mage hat halt am Ende jetzt nur übelst reingewämst. Ja, nee, nee, den machen wir schon. Oh, jetzt flamet der Worry den Mage. Okay. Hütet euch. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Fuck, das ist ein Ding. Ja, wir müssen ein bisschen mehr mit den Stacks aufpassen. Ich hätte jetzt auch am Ende nichts mehr machen dürfen, ne? Nicht nur der Mage war da tatsächlich schuld. Die Gruppe wollten sie noch machen. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Hütet euch. Na komm, mach da mal noch Dings an. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Das rentieren wir den Shit. Lauf, kleines Mädchen. Holy moly. Okay, jetzt zurück. Ich laufe einfach nur dem seine Route. Also ich habe den Pylon schon nicht vergessen. Aber, ja, der wollte das so machen, weißt du, mit der Dings, der Worry. Und irgendwie viel schneller als ich dran. Na fuck, jetzt bin ich halt hier übelst weggeslowt. Okay. Das Problem ist, wenn einer schon vorher runtergeht, das müssen eigentlich alle gleichzeitig runtergehen. So brauche ich ihn halt so gut wie gar nicht tanken, den Dude. Einfach nur Mondfeuer und Taunt drauf. Ich glaube, hier wollten sie ihn hinhaben. Ja, wir werden halt jetzt instant. Ich muss halt das erste. Oh, fuck it. Komm, ich bleib jetzt drin stehen. Instant pullen, oder? Ah, okay. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Das wird jetzt hart.
Musste die jetzt auseinanderkicken, das ist zwar ein bisschen ätzend. Okay, der Ding hat mir die nochmal weggekickt, weil die jetzt alle gebufft sind. Okay, das war jetzt relativ gut von dem Heiler, muss ich echt sagen. Er kriegt das, macht das voll 100% mehr Damage. Wo ist die Putt? Die ist oben. Okay, dann machen wir jetzt mal die Seite. Hütet euch. Na komm, dann ziehen wir mal Inka. Dürfen da jetzt bloß hinten das Wasserelementar nicht pullen? Das ist da teilweise ein bisschen ätzend. Die hauen echt raus, die Mobs. Ich muss jetzt mal eine Volt ziehen. Und vielleicht auch aus den Pfützen raus. Die müssen wir echt vorsichtig so nach und nach machen. Also ich pull jetzt halt immer nur 4. Normalerweise könntest du alle pullen, aber ja, das wird halt bloß in die Hose gehen. Von dem her machen wir das jetzt lieber mal nicht. Mann, ist jetzt hier vorsichtig. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. So, jetzt kommt der ätzende Boss. Hier steht und fällt die Instanz mit dem Boss hier. Das ist meistens eine Shitshow. Hier muss ich halt ziemlich viel rummoven. Jetzt muss man halt weg. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Nicht davor, alter Bro. Jetzt müssen wir sie kicken, dass sie da rauskommt. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Okay, da sind jetzt ein bisschen viele. Na super, der Mage ist tot. Wieder weglaufen. Kann ich halt keine Kicks machen. Fuck it.
Okay, wir haben aber nur einen verloren. Das hier ist immer ein bisschen kacke, wenn du halt wenig Kicks hast und auf den Tank-Kick angewiesen bist. Und ich aber am Weglaufen bin, kann ich halt nicht kicken, ne? Das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Wenn der seinen Buff hat, dann muss ich halt, hier, muss ich halt die Beine in die Hand nehmen. Also ich kann es theoretisch auch durchtanken, aber es ist halt 100% mehr Schaden. Ist halt ein bisschen risky, also man muss halt, ne, muss ja nicht herausfordern, sagen wir es mal so. Ich dachte, der Dings. Aber das ist eigentlich der härteste Boss hier in der Instanz tatsächlich. Also er will jetzt den hier machen und dann unten mit dem Skip durch. Den brauchen wir ja gar nicht. Ich glaube den, aber den hat er ja auch noch drin. Na gut, man hätte den eigentlich auch dazu ziehen können, wenn wir jetzt ehrlich sind. Der kann ja eigentlich nichts. Hütet euch. Bisschen AE-Flächen macht er. Okay, und jetzt mit dem komplett. Ich glaube, die wollten komplett durchskippen. Also heißt, jetzt hier mit dem Pylon. Ist teilweise, wenn mir da Leute davor springen, kannst du den immer nicht anklicken. Richtig ätzend. Ja, das ist der mit dem Debuff. Mal erstmal die kleinen Ads down. Na gut, die Inka war gewastet tatsächlich. Sondern die anderen. Jetzt warten wir mal. Ich laufe jetzt mal ein bisschen langsamer, ein bisschen Bedpackle-mäßig. Bis alle am Start sind. Der Hunter fehlt noch. 18 Minuten haben wir noch. Wie ist der Heiler jetzt gestorben? Fuck. Bin ich auch noch im 4. Er muss jetzt schnell sterben. Ich habe nur ein GS. Wie ist der Heiler gestorben? Ist der runtergefallen? Bei mir steht unbekannt dran. Schadensquelle. Keine Ahnung, wie der jetzt gestorben ist. Der ist jetzt am Eingang. Wie? Jetzt müssen wir halt ewig auf ihn warten, ne? Halt richtig bitter. Bitte. Lauf da nicht lang, du weißt, dass das Ding ist. Ach so, er benutzt jetzt das Portal komplett durch, oder was? Sollen wir die. Nee, das, der Pull macht keinen Sinn, wir müssen jetzt warten. Schreiben sie auf Russisch irgendwas. Was macht er denn jetzt da? Sightseeing. Oder stealtht er jetzt da durch? Ich glaube, er stealtht durch. Ah, das kostet halt jetzt richtig Zeit. Ich weiß jetzt halt auch nicht, an was er verreckt ist, ne? Der war auf einmal tot. Bei mir steht im Chat, gestorben durch Unbekannt. Also ich vermute, dass er runtergefallen ist. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil die Ads waren tot. Deswegen ja, I don't know. Aber jetzt ist er dann gleich wieder da. Haben wir vielleicht so eine halbe Minute verloren dadurch.
Weiß ich nicht, ich glaube, hier wollten die eine Gruppe machen. Komm, desorientieren wir den Kack mal. Shit, die kannst du nicht richtig zurückpullen, ne? So müsste es eigentlich passen, ich hoffe es zumindest mal. Kommen die noch weiter her? Scheiße. Ich bin betäubt. Das ist nicht gut. Ach, das ist jetzt richtig kacke, ich kann jetzt die halt nicht alle ganz ranholen. Heiler ist gleich im Sack, okay. Nehmen wir mal eine Wall. Desorientieren sie mal alle. Picken wir sie mal alle runter. Der Heiler macht mich fertig, echt. Wir haben halt eine Gruppenkonstellation, wo wir wenig Maß-Stunts haben, ne? Und das merkst du tatsächlich echt. Ich hab halt hier zu diesem Massenunterbrechen, ich hab halt, ne, mein Desorientieren habe ich. Und dann kann ich noch Knockbacken, aber so einen richtigen Stun haben wir halt nicht. Das ist so ein bisschen das Problem. Wollte ich hier alles schick zu. Wird es dann langsam eng mit Heilung. Aber Mana hat er ja. Okay, jetzt können wir ziehen. Hier können wir ihn eigentlich killen. Ne, 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 hier eine Seite. Ich weiß nicht, die stacken doch nicht mehr, oder? Das wurde doch geändert. Können wir die einmal desorientieren? Ne, okay. Wie viel haben wir denn jetzt? 87%. Eigentlich hätte einer vorgehen sollen und den quasi ticken. Warte mal, haben wir vorher kein HT gezogen? Herr, stopp diesen Wahnsinn! Die Flotte von Kul Tiras darf nicht der Dunkelheit anheimfallen! Na, wir müssen aufs Meer zurückkehren. Aber da hinten, was kommt denn da jetzt noch? Du hast die Großen noch, zwei Wurmpacks spielst du auf jeden Fall noch, ne? Also eigentlich müsste das ausgehen. Ich hätte mir jetzt eigentlich Inka sparen sollen, bis der zweite übernommen ist. Oder der erste. Hä, ja, warte mal, es wurde keiner übernommen? Hä? Wie ging das jetzt? Hä? Wie? Ah, da. Hütet euch. Komm, lauf dich die Kugeln durch, Bro. Alter, der ist da. Jetzt geht er aus den Kugeln. Alter, jetzt hat er die nächste auch noch gefressen.
Bro, was machst du denn? Du hast schon den Buff nicht mehr drauf, ne? Hier, du musst nicht mehr länger durch die Kugeln durch. Alter, der Typ, ne? Hütet euch. Richtig mitgefiebert mit ihm. Komm, ich geh da raus aus der ganzen Kacke. Mir zu heiß. Hey, aber normalerweise wirst du doch etwa Zeit. Das ist schon wieder der Heiler. Na komm, haben wir mal den letzten Geessener rein. Ihn jetzt töten. Alter, das war halt scheiß knapp, ne? Wir hätten jetzt auch einfach den Boss durchziehen können. Haben wir jetzt alle Dings gemacht? Alle Pylonen? Also was kriegen wir jetzt noch? Gut, wir können noch einige von diesen Wurmpacks machen, ne? Also von dem her müsste das eigentlich passen. Ach, hier kannst du wieder deine Wassergestalt nicht machen. Okay, ich hab geedit. Okay, ich kick sie mal weg. Nämlich ein bisschen viele Stacks. Was ist denn da unten mit den Hunter-Pets los? Nicht, dass sie uns jetzt hier noch irgendwas verpacken. Habt ihr die gerade gesehen? Der richtig Disco veranstaltet da unten. Die stacken zum Glück auch nicht. Aber hier muss ich, glaube ich, den einen. Ja, okay, ich kann ihn nicht facetanken. Alter, der haut halt richtig rein. Na fuck, jetzt habe ich halt den auch noch interrupted. Okay. Also wenn ich. Der Typ, ne? Den. Ich muss ihn halt. Alter, jetzt habe ich ihn hier selber geslowt. Also, den darf ich im Bosskampf auch nicht tanken. Ich kann ihn halt so ein bisschen im Kreis kiten. Jetzt bin ich fast ins Ding reingelaufen. Komm, jetzt ein bisschen Active Mitigation, da versuche ich mir jetzt ein bisschen zu tanken. Der haut halt ordentlich rein, ne? Ist halt so ein richtiger Shitter. Okay, ich lasse den jetzt hochkriegen. Na super, der Strahl geht jetzt hier ins Nirvana. Dann haben wir noch 7 Minuten. Okay. Alter, der Heiler steht da in der Ding. Bro, ist es dein Scheiß Ernst? Ich beobachte ihn schon, wie er die ganze Zeit da drin steht. Hat sich halt einfach wegschallern lassen. Dieser Heiler, das ist so ein Kacknoob, echt. Der hat nicht mal irgendwas gecastet. Alter, stirbst du jetzt wieder? Dann werde ich richtig aggressiv. Der muss halt nicht mal hier was machen. Ich kriege ja nicht mal Schaden, weil ich die im Kreis kite. Schon auf richtig safe. Alter! Lauf, kleines Mädchen, lauf! Jetzt kann er halt nicht release. Ich habe ihn jetzt eben. Ich habe ihn doch eben gerettet jetzt.
Er hat schon einen Ritz. Ich komme da nicht nochmal ran. Nimmt er den Ritz halt nicht an. Ich bräuchte halt Heilung. Was macht er denn? Er ist einfach AFK gegangen. 4, 3, 2, 1. Hütet euch. Ja, ist AFK gegangen. Der Heiler depletet halt jetzt auf die letzten Meter noch den Key. Ich kann jetzt halt null an den Mob hier rangehen. Weil sonst... Ich muss ihn halt jetzt durchgehen, kiten und halt auf Range mit der E-Fähigkeiten töten. Sonst strip ich halt... Fuck, jetzt hab ich einen Slow-Up gekriegt von meinem Umhang. Wenn ich halt Hits krieg, das Leben... Kriege ich halt nicht mehr zurück. Also du kannst hier den so spielen, dass du null Damage da kriegst. Oh fuck, jetzt sind wir natürlich da in der Void drin. Wo ist der komische... Fuck it, jetzt bin ich da nicht drin. Der Hunter tötet ihn hoffentlich noch irgendwie. Warum hat er den jetzt gekickt? Vielleicht kommt er ja wieder. Jetzt müssen wir den 3 Minuten für den Trash jetzt. Ich weiß nicht, ob die bringen halt nicht ganz genug. Alter. Ich hol jetzt nochmal welche. Dieser Heiler, ne? Die werden halt trotzdem nicht reichen. Wir müssen da hinten wahrscheinlich noch mehr machen, oder? Naja, das reicht halt nicht. Ich dachte mir schon, der Typ hat... Also der Typ ist halt einfach AFK gegangen. Weiß ich nicht, gut, vielleicht war halt ein Notfall bei ihm, nur das weißt du halt jetzt auch nicht. Aber ich dachte mir, er will mich verarschen. Bleibt einfach in dem Ding stehen. Key mit Hindernissen, würde ich jetzt mal sagen. Aber wer braucht schon Heal? Alter. Aber jetzt habe ich zumindest Schreien schon mal weg. Fenty, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Ja, das war mal wieder nix hier. Haben wieder kein Loot gekriegt. Aber ich habe den Scheiß Schrein weg, ne? Ich sag's euch. Schrein des Sturms, eine Drecksini. Das ist die ätzendste und Boralus ist, finde ich, die zweitätzendste. Jetzt habe ich die beiden schon mal weg. Gut, Zentralis ist einfach. Freehold ist eigentlich auch einfach. Toldagor ist so, naja, je nachdem, was du für ein Dings hast. Und ja, Schrottplatz muss ich mal gucken. Ach, fuck, der Magier ist schon rausgegangen. Okay, Leute, hier fürs Video, ne? Danke fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Key, wenn ihr wollt. Euer Telar, bis dann. Ciao.